Hallo YouTube, hallo Richie. Da sind wir wieder und da hinten ist ein Screamer. Hallo Sarah, hallo Welt! Ja, da sind wir wieder. Da war ein Screamer. Oh, hast du ihn erwischt? Ja. Wir suchen noch einen Erste-Hilfe-Kasten. Hoffentlich finden wir ihn. This place has outpost written all over it. Hier könnte eventuell vielleicht was sein. Ja, ich glaube, meine Satkira, glaube ich, ist das. Hat sie nicht Medizin als Skill? Ah, leider nichts. Also nicht nichts, aber kein Erste-Hilfe-Kasten. Materialressourcen, sehr schön. Kannst du nicht mehr tragen, oder? Doch, das konnte ich nehmen. Ich habe was ins Auto gepackt. Aha. Ja, unsere nächste Mission wird sein, Autos zu suchen. Ja. Ja, wir haben keine vernünftigen Autos mehr. Ja, die sind bei Zombie-Angriffen alle draufgegangen. Und es stehen sehr viele Normas hier rum. Normas sind aber nicht die besten Autos. Es steht auch irgendwo noch ein Militärtruck rum, ein Aufklärungswagen und so weiter. Also so ein kleines Auto finden wir da auch noch. Ja, was noisy. Leise geht's ja auch, oder? Nicht. So, wir sind hier im Haus. Vielleicht finden wir hier noch was. Vielleicht ein Behälter für dich da. Hier ist für mich einer. Oh, ich bin ganz schön voll. Ja, was hast denn du alles? Können wir irgendwas stapeln? Ich habe zum Beispiel Ethanol. Das könnte ich stapeln vielleicht. Chemikalienbehälter, Samenkisten mit Samen habe ich. Die könnte man stapeln. Ja, Kiste mit Samen habe ich und Schrauben. Schrauben nicht. Die habe ich nicht. Da. Komischerweise finde ich keine mehr. Dann gib mir doch die Schrauben. Dann Ich hast hab du auch wieder. ich. Ach, du hast keine, okay. Nö. Ja, dann, das Auto ist voll, oder? Ja, so gut wie. Aber da gehen ja nachher die Medikits raus. Oh, hier ist aber viel drin. No place to put that. Oh, Böller, schade. Du hast gesagt, du kannst die Sachen hier, die Dingens nehmen. Die welche? Die Kuh mit Ethanol. Ja, die kann ich nehmen. No place to put that. Hingeschmissen. So viele schöne Sachen und ich kann nichts mehr nehmen. Oh, da schießt jemand laut. Ist ja auch was für mich. Eine Armbrust. Aber wirklich so schöne Medikamente und ich kann nichts nehmen. Das sind die guten, oder? Ja, mit normalen Schmerzmitteln. Und ich habe die schwachen hier. Das ist echt schade. Ich kann mir aber auch nicht alle drei schwache Schmerzmittel reinnehmen. Du hast auch keinen Platz mehr, ne? No place to put that. Nee. Hier ist noch was zu durchsuchen, ein großer Schrank für dich. Ja. Aber kein Erste-Hilfe-Paket, leider. Okay, ich habe ein paar Sachen hingeschmissen, die ich leider nicht gebrauchen kann. Nicht nehmen kann. So schöne Sachen, das Tranchiermesser. Ja, ich hab eins noch gehabt. Hab getauscht. Naja, egal, wir Okay. suchen ja den Erste-Hilfe-Kasten. Behälter Und wenn wir später hierher kommen, dann sehen mit wir. Chemikalien habe ich gefunden. Okay. Nein, wir sehen nicht, dass das Haus noch weiß ist. Das sieht durchsucht aus. Und wir werden nie wieder hierher kommen und die Sachen holen. Ja.
Leider. Also in diesem Haus waren wir, Scheune waren wir. Wir haben nur zwei gefunden. Ja, oder schon zwei gefunden. Ich schlage vor, dass wir nach oben gehen. Ich weiß, oben sind sehr, sehr viele Sachen. Ja, kannst du aus dem. Ah, nee, besser nimmst du erstmal nicht. Das hatte ich gesagt, nimm aus dem. Wo oben? Da oben, ganz oben, da wo die Scheune ist. Da oben. Gehen wir zu Fuß? Ja, ich gehe zu Fuß, du kannst dir den Wagen holen. Okay. Hol schon mal den Wagen. Wie hieß die Serie? Ich weiß es Derek? nicht. Der Alte, glaube ich. Oder Derek, ja. Ach, wie hieß denn der, der immer den Wagen geholt hat? Hol schon mal den Wagen, Harry? Harry. Ja, fein. Besuch haben wir hier. Eine Horde, Richie. Ja, aber eine riesige Horde. Ich guck zu. Das matscht hier ganz schön. Aha. Willst du wohl das Auto loslassen? Lass unser Auto los, nein! Okay. Ah, kein Platz für solchen Mittel. Ach, das ist aber jetzt wirklich, ich muss irgendwas wegwerfen. Ja, deswegen. Ich kann auch die solchen Mittel nicht hier liegen lassen. Aber ich habe nur gute Sachen jetzt dabei. Ich habe echt, ich kann mich von nichts trennen. Die sind alle gut. Kiste mit Samen kann ich dir gleich wieder geben. Ja. Ja, wir waren ja auf ein Seuchenherz eingestellt, deswegen habe ich so viele Sachen mitgenommen. Also ich schlage vor, dass wenn wir den Erste-Hilfe-Kasten haben, den wir noch brauchen, dass wir dann aufhören zu suchen, damit wir hier nochmal wieder herkommen. Ja, Richie, ich gebe dir Vögelchen, gib mal Ruhe, es ist nachts 2:30. Klappe zu. Hier, Kisten mit Samen. Wow. Der hat ein cooles Organ, dein Wellensittich. Ja. Ach, der hört auf dich? Ja, manchmal. Ruhe. Mach du mal die Tür auf. Hast du? Ich bekomme sie nicht auf. Okay, dann. Mit Gewalt. Das war laut. Jemand zu Hause? Ja. Ja, aua. Psst, Ruhe. Er ist ganz aufgeregt. Ja, genauso wie ich hier. Ruhe. Nachts um 2:30 hier. Erstaunlich, wie kommt's? Keine Ahnung. Hat er Vielleicht, Kaffee weil ich bekommen? quatsche. Ah, du Oder störst ihn beim Schlafen vielleicht. wahrscheinlich. Und jetzt meckert er. Ja. Beide? Ja. Oh oh. Psst, dann lieber leise. Genau. zur Flattergründung Haftnotiz. E-Mail, Dude, 300 Netzwerk, bla bla. Schriftliche Überreste. Auf der Rückseite eines Kuverts in verblasster blauer Tinte Brot, Orangensaft. Ja, das brauche ich ja nicht nehmen. Brot, Orangensaft. Einkaufszettel. Ein Container muss ich noch. Ja, in der Küche ist einer. Ich muss noch zwei finden. Okay. Muss schon wieder beschäftigt. Ja, draußen war einer. Der ist aber schon Also hinüber. Kiste mit Samen, also hab ich reichlich gefunden.
Zelt ist nichts drin. Ich gehe schon mal langsam zur Scheune. Brauchst Hilfe? Nö. Kann nicht so schwierig sein, ein Medikit jetzt noch zu finden. Aber wirklich. Für Mann. Ein Medikit. Oh, na. Brauchst du Hilfe? Sein? Nein, schon gut. Kistenweise Samen. Ja, aber richtig. Sitz mal Ruhe, darf ich mal durchsuchen hier? Danke. Vorsichtig, komm. Okay. Also verhungern werden wir nicht. Für den Garten haben wir genug Kisten mit Samen. Ja. Wieder Kiste mit Samen. Behälter mit Chemikalien. Alles gute Sachen. Aber kein Erste-Hilfe-Paket. Oh, Jagdarmbrust. Oh, echt? Schmeiß irgendwas anderes weg. Oh, was schmeiß ich denn weg? Ach, Snacks. Ich weiß immer noch nicht. Vielleicht, da wurde doch so viel gepatcht in letzter Zeit. Vielleicht kann man mittlerweile was mit den Snacks anfangen. Hast du das schon mal ausprobiert? Nee. Und nichts. Echt? Bolt Scout? Schmeißt du weg? Willst du nicht haben? Ja. Kannst du einen Rucksack nehmen? Ich, ja, den Rucksack kann ich nehmen. Weil ich habe da noch einen. Ich nehme mir das Gewehr, wenn du das nicht willst. Ja, ich musste ja was ablegen. Ich habe ja, ich kann nichts sonst ablegen. Schrauben brauchen wir für dich auch mit, sammle ich ja. Ah, werden wir doch mal. So viele Samenkisten habe ich auch. Weißt du was, wären wir doch mal lieber nach Hause gefahren. Hätten da die erste Hilfe. Warte, sollen wir ich das jetzt? Noch mal Samenkisten für dich. Ja. Sollen wir das jetzt machen? Vielleicht können wir dann die Sachen alle wieder mitnehmen. Dann können wir ja den Transporter mitnehmen. Warte, ich habe noch einen Behälter zum Durchsuchen. Mhm. Ja, ich kann mich jetzt aber auch nicht mehr bewegen. Die Gewichte, das ist ja das Schöne. Die Gewichte hier werden auch noch mal. Ist ein Auto hochgekommen? Ja. Gut. Wir brauchen Platz im Auto. Wenigstens einen, damit ich. Ich habe noch, oh, hab noch einen Sack. Wo ist denn das Auto? Ich hol das. Da ist eine Horde. Soll ich das holen, wollte ich fragen. Ja, hol du. Ich warte. Wenn du schon vorläufst, dann kannst du es auch holen. Aber Moment, warte, ich muss erstmal. Da ist eine Horde. Mhm. Okay. Nein, noch nicht, okay. Hast du ein Toolkit dabei, zufällig? Ich glaube im Kofferraum. Das Auto quietscht ein wenig. Huch. Dann wäre ja auch ein Platz frei wieder im Kofferraum. Nee, haben wir nicht mehr. Echt? Ja. Ah, ich habe auch keins. Ja, da müssen wir aber vorsichtig fahren. Ich hole mal eben noch den anderen Sack. Und dann. So. Aber wenn wir doch den Ort beanspruchen, dann sind doch die Waffen hier, oder? Aber ich. Wenn du einen freien Außenposten hast und den Ort hier beanspruchen kannst, das wäre gut. Dann könnten wir alle Sachen da reinschmeißen. Und wir können normalerweise auch an unsere Schließfächer ran. Also das heißt, dann wären alle Probleme gelöst. Ja. Wo ist denn das Ding?
Nur bei mir ist das so, dass ich 3 Außenposten beanspruchen kann und die auch alle beansprucht sind, damit meine Leute immer genug Nahrung und so haben. Wo das Ding ist, ist hier überhaupt eins? Oh. Das ist aber schön. Soll ich alles hier reinschmeißen oder möchtest du die ganzen Sachen haben? Wir haben ganz viele Chemikalien und so. Das Gewehr wolltest du nicht. Die habe ich genommen von zu Hause. Ach, ein Toolkit habe ich ja doch hier. Das habe ich auch mitgenommen. Das brauchen wir jetzt auch gerade nicht. So, möchtest du die Chemikalien, die Kisten mit Samen und die Krüge mit Ethanol haben? Ja, also Kiste mit Samen wäre schon gut. Ja. Und die anderen Sachen? Und Behälter mit Chemikalien, Ethanol? Ja, auch. Okay. Ja, dann gehe ich schon mal zum Haus runter und hole da die Sachen, die ich da zurücklassen musste. Wieso rennst du zum Haus? Ich komme mit dem Auto runter. Gleich. Nö, lass das ruhig da stehen. Nee, wir müssen ja sowieso runter. Dem die 3 Päckchen da geben. Ja. Hast du denn die 3 Plättchen schon? Päckchen? Ja, habe ich. Oh, da kommt, glaube ich, was Großes gerade. Sag nicht. Ich habe irgendwas Großes gehört, glaube ich. Ach, du bist in dem Haus. Jep. Aber die Sachen, die du hier hingeworfen hast, die hat sich schon irgendeiner geholt. Die sind schon weg. Und die anderen Sachen da oben in der Scheune? Da gucke ich gerade. Mole hat sich wieder einen Kick gegeben. Ja, die Sachen liegen noch hier. Gut, habe ich eingesammelt. Dann packen wir auch noch da rein und dann geben wir die Sachen ab, die wir da zum Abgeben haben. Und dann fahren wir nach Hause. Ja. Wie war das mit dem Ethanol? Wolltest du alles? Moment. Die Seuchenproben wolltest du ja nicht. Die Waffe ja, behalte ich auch. Solchen Proben kann man ja halbe machen. Weil ein paar bräuchte ich schon, auch um solchen Mittel da herzustellen. Ja, klar. Hast du jetzt die erste Hilfe? Ja, habe ich. Komm, wir fahren jetzt runter zu ihm. Ach so, ja. Wie mache ich das, dass ich dir die gebe? Die Ethanol und die Chemikalien? Kannst du mir zu Hause geben, über Kofferraum. Oder jetzt hier im Kofferraum reinlegen. Oh, komm schneller, ist eine Horde. Passt nicht alles rein. Dann. Komm. Neu, aha. Ich kann dich nicht mehr überfahren. Okay, das finde ich aber gut. So. Perfekt. Wo war er? Da. Wo ist er? Wo ist sie? Ja, macht ihr mal. Sprich mit mir, Tiff. Aber für mich sieht es aus, als wäre es eine Frau. Na, vielleicht ist es eine Frau. Ein Transgender, vielleicht. Ja, vielleicht. Das ist ja weit verbreitet heutzutage. So, Mathe 3 erste Hilfe geben. Das ist die Soldat 1 von 3. Alles deines, Mathe 1. Barrel incoming. Oh, ich steig schnell ein, ja? Soll ich den überfahren oder willst du? Oh, was war du ihn?
Ich glaube, die haben ihn schon, oder? Nein, scheinbar. That wasn't easy, but we made a strong ally. We'll need each other in the days ahead. Irgendwer hat ihn. Die restlichen Soldaten stellen jetzt Herzangreif-Funkbefehl bereit. Aha. Also weiter? Haben wir das jetzt beendet? Ja, ich denke, wir gehen nach Hause, oder? Mhm. Dann komm. Du fährst. Oder auch nicht? Nein. Ja, gut, dann fahren wir nach Hause. Wo ist unser Zuhause? Da ist unser Zuhause. Abmarsch. Huch, Zaun. Kein Problem. Da stehen überall welche. Die, also, das fällt nicht auf, wenn da einer fehlt. 1,6 Kilometer, aha. Ja. Oh. Hoppla. Gut. Jetzt zack, zack, nach Hause. Oh, schön. Berge mit Schnee. Ja. Ja, und das nächste Mal werden wir uns ein bisschen, ich fahre jetzt mal ein bisschen querbefeld ein, damit das schneller geht. Darum kümmern wir uns um Seuchenherzen und alles. Hier könnten Huckel sein. Okay, hast mich überredet. Ich muss wieder auf die Straße, richtige Straße kommen, oder? Jo. Sind wir hier? Nee. Nee, auch nicht. Okay. Stopp. Was ist hier? Oh. Über den Parkplatz hier. Und links. Oder rechts ist auch egal, aber. Hier rechts. Ach, egal. Das ist so geradeaus. Das ist ja mies. Ist ja egal. Okay, klappt schon. Alle Wege führen nach Rom. Ja, ganz genau. Wir sind ja bald da. Okay. wir müssen uns irgendwann mal. Wir haben uns überlegt, dass wir so nach und nach jetzt mal die zwei Seuchenherzen noch wegmachen. Ja. Das nächste Mal und die Seuchenherde. Ja. Und dann, dass wir dann mal auch in ein anderes Gebiet kommen. Links. Sind wir schon da? Ja, ja. Ja. Vor der Haustür eine Herde? Nein, andersrum. Fußball. Schreier, Kreischer da. Kreischer ist Torwart? Geht ja gar nicht. Ja, ja. Ja, ja. Perfekt. Tor. Ja. So, willst du solchen Herzen einkassieren oder fahren wir erstmal nach Hause? Ja. Ah. Eine komische Musik. Ja, es ist eine Horde in der Nähe. Und komm ab rein. So, haben es geschafft. Benzin ist Mangelware jetzt. Ja, das wird langsam knapp hier mit Benzin auf der Karte. Ja. Dann müssen wir das nächste Mal schauen. Ja, Stichwort das nächste Mal, denn genau. Wir sind am Ende der Folge.
und bedanken uns fürs Zusehen. Für eure Kommentare, für eure Tipps und für eure Tricks. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.